gucken uns so ein bisschen an, wofür Jira eingesetzt werden kann. Also wirklich erstmal auch so ein paar Basics natürlich müssen dann auch erstmal geklärt werden. Fangen wir an mit, was ist Atlassian Jira eigentlich und wofür wird es genau angewendet? Da habe ich jetzt einfach mal eine Art Definition, auch angelehnt an Wikipedia-Einträge und Ähnliches dazu, mitgebracht. Ganz wichtig, Jira wird ausgesprochen Jira, nicht Jira. Ich habe auch, wenn Sie wollen, so eine kleine Kurzgeschichte dazu oder Kurzhintergrund. Der Grund ist, es wurde ursprünglich 2002 mal als Konkurrenzprodukt auch gesehen zu Bugzilla, was damals auch oder heute vielleicht noch teilweise ein beliebtes Bug-Tracking-Tool ist, also wo man einfach Fehler, die man zum Beispiel in Software-Tests findet, als Tickets eintragen kann und Teams können diese dann bearbeiten. Genau, und der japanische Name für Godzilla ist Gojira, das wird dann so ein bisschen anders ausgesprochen und daran lehnt sich also Jira an und das hat eben auch so ausgesprochen. Das ist der Firma Atlassian, die übrigens ihren Sitz in Australien hat, relativ wichtig, aber bis heute noch so ein bisschen ein Kampf, das durchzusetzen, dass die Leute es auch durchgehend so aussprechen. Also gebe ich es einfach mal auf die Weise nochmal mit. Die aktuelle Version ist die Version 8. Wir können es zusammenfassen als eine Software für Vorgangsmanagement, also Issue Tracking auf Englisch, Vorgangsmanagement auf Deutsch vielleicht ganz gut übersetzt, wo wir also einfach die Möglichkeit haben, Tickets oder Vorgänge oder Issues, wie man es eben nennen will, Einträge zu erstellen, die dann entweder Arbeitsaufgaben umfassen oder eben auch, wie wir schon gesagt haben, Bugs oder Fehler, die gefunden wurden in Produkten zum Beispiel und die wir da also auch in den Teams zur Arbeitsplanung, zur Arbeitskoordination, zur Transparenz, vielleicht auch der Arbeitssteuerung einsetzen können. Das heißt, Teams können gemeinsam an Produktentwicklung und Fehlerbehebung mithilfe von Jira arbeiten. Manche lieben es, manche hassen es. Da bin ich völlig neutral. Ich habe eine relativ neutrale bis positive Einstellung zu diesem Tool. Ich arbeite auch selber viel damit und trainiere es auch. Insofern für mich ist es als Hilfsmittel, als Tool wunderbar, genau in dieser Bestimmung, die hier auch steht. Dass es immer wieder mal Herausforderungen gibt mit gewissen Tools, gerade wenn sie ein bisschen komplexer sind zu arbeiten, ist klar und jeder hat verschiedene Geschmäcker, ist denke ich auch klar, aber wir können festhalten, dass die meisten großen Unternehmen auf Jira mittlerweile setzen und das ist eigentlich schon ein Siegeszug an sich, muss man schon auch so sagen, denn nicht viele Softwareunternehmen schaffen es überhaupt, auf so ein Level zu kommen, dass also eine Großzahl der Unternehmen auf der ganzen Welt diese Software einsetzen, außer vielleicht Microsoft und vielleicht noch ein paar anderen, gibt es nicht so viele Firmen. Atlassian hat das mit der Zeit geschafft und insofern muss man, denke ich, da auch einfach mal Anerkennung ihnen zukommen lassen, unabhängig davon, wie gut oder schlecht man gewisse Dinge in diesem Tool findet. Ein Grund, denke ich, dafür ist eben auch, dass es eben auch für größere Projekte gut geeignet ist, auch für größere Teams und auch besonders über Distanz hinweg. Also manche sagen, ach, die ganzen Tools, ne, wir arbeiten lieber mit irgendwelchen Boards an der Wand und schieben da unsere Tickets oder unsere Post-its dann hin und her, ist natürlich auch völlig in Ordnung, wird aber schwierig, wenn die Leute verteilt sind. Und ich denke, das ist mit ein großer Grund für die Beliebtheit von Jira. Mittlerweile gibt es eigentlich fast nur noch den Fokus seitens Atlassian, außer dass sie immer mehr in die Cloud natürlich auch gehen, gibt es auch einen Fokus auf Jira Software. Jira Software war ursprünglich mal nur eine Funktion in Jira, die es auch gab, und zwar damals für agile Teams, dass die eben mit Boards arbeiten können, die dann so ein bisschen ähnlich sich anfühlen wie Boards an der Wand. Mittlerweile ist es das Kernprodukt von Jira, ist eigentlich Jira Software, also Jira für agile Teams oder auch, man kann auch klassischer nochmal Workflows zum Beispiel auswählen, Arbeitsabläufe auswählen, aber dennoch dreht sich mittlerweile alles um diese elektronischen Boards bei Jira. Insofern, und das ist eben Jira Software und das ist auch, denke ich, ein klarer Fokus, klare Produktstrategie. Damit kommen wir auch schon ganz direkt als Überleitung quasi zu meinen Empfehlungen, einmal für klassisch arbeitende Projektteams
und einmal für agile Teams. Erstmal vielleicht ganz allgemein, ganz wichtig, entscheiden Sie früh, wie Sie arbeiten möchten. Sofern Sie nicht schon den Punkt überschritten haben, würde ich, oder selbst dann vielleicht noch mal kurz zurück und in sich gehen, würde ich immer empfehlen, bevor man neue Projekte aufsetzt in Jira, ganz, also wirklich noch mal überlegen, wie wollen wir hier arbeiten, welches Board brauchen wir, welches Setup brauchen wir für unser Projekt in Jira, was hilft uns. Ich habe doch jetzt auch gerade in der Karriere als Jira-Beraterin und Trainerin und ich komme ursprünglich also auch in meiner eigenen Projektpraxis aus der Ecke Jira-Rollout-Projekte leiten und Management solcher Projekte in Großunternehmen. Also ich habe oft den Fehler gesehen, wenn man es Fehler nennen will, oder gesehen, dass es so passiert ist, dass Leute quasi irgendwas in Jira erstmal aufgesetzt und ausgewählt haben und dann dadurch quasi gezwungen waren, auf eine gewisse Weise zu arbeiten. Ich möchte wirklich dafür eine Lanze brechen, dass das andersrum geschieht, dass Teams erstmal entscheiden, was sie brauchen und basierend darauf dann versuchen, eine möglichst gut geeignete Tool-Lösung in Jira für sich aufzusetzen. Denn Tools sollten immer Hilfsmittel sein, die Teams für ihre Vorteile nutzen. Nicht umgekehrt, sollten kein Skelett sein, in das man sich dann zwängen muss oder so. Das ist für mich persönlich immer ganz wichtig. Hier in diesem Screenshot sieht man, wie zum Beispiel in Jira so mal so ein Kanban-Board aussieht. Also könnt ihr jetzt natürlich auch ganz groß ausholen, die Zeit haben wir heute nicht, aber wir müssten vielleicht ganz kurz erwähnen, dass es eben unterschiedliche Boards gibt in Jira. Einmal für Scrum-Teams, das heißt agile Teams, die in Iterationen in Scrum sogenannten Sprints arbeiten, das heißt in Entwicklungszyklen, wenn man so will. Und dann gibt's einmal aber auch auf der anderen Seite, also das wär dann das Scrum-Board, das den Teams dies ermöglicht. Und dann gibt's andererseits eben auch noch ein Kanban-Board wie hier, was keinen iterativen Charakter hat, also keinen zyklischen Charakter. Das heißt, ich habe hier keine abgeschlossenen Entwicklungszyklen von 2, 3 oder 4 Wochen, sondern ich habe im Gegenteil einen fortlaufenden Arbeitsmodus als Team. Das heißt, wir sind zum Beispiel, sagen wir mal, ein Support-Team, ein Helpdesk-Team, ne, ein IT-Service-Desk oder so. Und wir machen für unsere Firma arbeiten wir Tickets ab zum Beispiel. Ne? Und das wäre dann, da wäre Kanban-Board ideal, denn die Tickets können einfach reinkommen in einem Backlog, also eine Art Warteschlange, in eine Art To-Do-Liste. Und wir arbeiten sie ab, je nachdem, wie wir Verfügbarkeiten dafür haben. Und das ist auch die Idee hinter einem Kanban-Board und genauso eben auch einem Kanban-Board in Jira. Und da können wir sehen, die To-Dos sozusagen, die sind im Backlog. Dann muss ich mir vielleicht nochmal überlegen, was möchte ich denn genau umsetzen. Das wäre dann hier unten in diesem Board die Spalte Selected for Development. Da kann man immer wieder mal als Kanban-Board zusammenkommen und überlegen, an was arbeiten wir als nächstes. Im Unterschied zu den Scrum-Teams muss das halt nicht regelmäßig immer genau im gleichen Rhythmus ablaufen, sondern man kann sich das immer mal wieder in Ruhe überlegen, wenn Zeit dafür ist. Dann klar, in progress, also dann ziehe ich irgendwann die Tickets rein und zeige damit, dass ich daran arbeite. Und wenn ich fertig bin, kann ich dann Dinge auch natürlich in die Fertig-Spalte schieben. Also ganz einfach, ich habe jetzt hier ein Beispiel, das wir dann nachher auch in Jira selber, was ich dann aufmachen werde, auch sehen werden. Wir haben hier ein Magazin-Team, die machen ein elektronisches Magazin als App, ne, die nennt sich Grüner Daumen, wo es eben um Nachhaltigkeitsthemen geht. Und dann sieht man hier eben, dass zum Beispiel wir daran arbeiten, dass wir unseren Lesern aktuelle Informationen zum Thema Nachhaltigkeit zur Verfügung stellen. Und dazu gibt es dann aber auch noch so kleinere Aufgaben, die wir erledigen müssen, so technische Aufgaben auf technischer Ebene, die besonders dem Team dienen, um zu verstehen, wer an was arbeitet, was und halt transparent zu machen, was gerade passiert. Genau, das zeige ich dann aber nachher auch nochmal in der Live-Demo ein bisschen genauer. Das ist jetzt mal schon mal ein Screenshot daraus. Also Entscheidung hier, Empfehlung hier, so rum, früh entscheiden, wie man arbeiten möchte. Was passt besser zu uns? Das zyklische Arbeiten mit den Sprints als Scrum-Team oder das fortlaufende Abarbeiten. Kann zum Beispiel auch sein, operative Themen. Wir sind vielleicht ein HR-Team oder ein Marketing-Team.
oder ähnliches, oder ein Redaktionsteam kann ja auch mal sein oder solche Dinge. Da passt vielleicht, wie gesagt, auch da ein Kanban-Board besser und diese fortlaufende Abarbeitung von Aufgaben. Bei Scrum-Teams stellt sich die Sache eben ein bisschen anders dar. Das können wir dann nachher auch nochmal sehen. Also, nochmal zur Wiederholung. Kanban-Boards sind am besten für Teams geeignet, die mit Softwareprodukten arbeiten, aber nicht in Iterationen oder Zyklen arbeiten. Zum Beispiel Support-Teams, solche, die vor allem Aufgabenmanagement brauchen. Das kann auch mal nicht Software sein, aber da hat tatsächlich Jira auch nochmal andere Möglichkeiten. Und ich versuche jetzt, das ist auch für mich nicht immer einfach, aber ich versuche jetzt wirklich mal aufzudröseln, was es für Boards gibt in Jira. Und das sind doch ein paar diverse verschiedene. Ich habe schon erwähnt, die Scrum Boards Projekttyp Software, am besten für Scrum Teams geeignet, die in Sprints arbeiten wollen, ganz klar. Und Leute, die in der Welt unterwegs sind, wissen jetzt auch schon, was es bedeutet. Ansonsten muss man natürlich da auch nochmal genauer hinschauen, was das eigentlich bedeutet, ist klar. Und dann gibt es eben noch die anderen Boards, Projekttyp Business. Das war früher der Hauptbestandteil von Jira in den älteren Versionen und wurde dann nach und nach durch Software verdrängt. Sie funktionieren auch tatsächlich ähnlich wie die Kanban-Boards. Sie haben dann aber genauere Workflows für verschiedene Teams. Zum Beispiel eben, jetzt kommt es wieder rein ins Spiel, so die Marketing-Teams, die Redaktionsteams oder so, die ich vorhin genannt habe. Das ist dann auch gut abbildbar mit einem Projekttyp Business. Was heißt das? Das heißt, wenn ich ein neues Projekt in Jira aufsetze, also es ist ja nicht jeder in der Rolle, ne? Auch wahrscheinlich nicht hier jeder in der Rolle, das zu tun, sondern ja, Sie haben vielleicht Kollegen, die das für Sie schon gemacht haben und Sie arbeiten halt jetzt damit. Vielleicht sind Sie aber auch in der Situation, dass Sie gerade überlegen, wir müssen jetzt wirklich ein neues Projekt für uns mal aufsetzen in Jira, erstmal gucken, ob Jira überhaupt für uns passt, klar, und dann als nächstes auch ein Projekt aufsetzen. Und dann sind Sie natürlich in der Situation, dass Sie hier entscheiden müssen, was für ein Projekttyp haben wir und was für ein Projekttyp bilden wir damit eben auch in Jira ab. Das heißt, wenn ich in Jira auf Projekt erstellen gehe, das könnte ich jetzt in der Instanz zeigen, müsste ich mich aber ziemlich viel durchklicken, deshalb dachte ich, ich zeige es einfach mal auf einen Blick, um es ein bisschen einfacher zu machen. Hier in der Folie kann ich also zwischen Classic Project und Next Gen Project erstmal auch unterscheiden. Das ist ein ganz neues Feature, wenn man will, in Jira, wo man eben guckt. Also Classic meint hier eben nicht unagil, sondern Classic meint hier klassisch für Jira. Also was wir in Jira schon klassisch immer vorgefunden haben, kann ich auch hier nochmal genauso machen, wie ich es gewohnt bin, wenn ich jetzt schon seit 20 Jahren, naja, fast Projekte in Jira aufsetze und weiß, wie es geht, dann würde ich hier vielleicht auf Classic Project klicken und es genauso machen wie immer. Ich kann aber mittlerweile eben auch sagen, ich nutze gerade jetzt eben auch in der Jira Cloud Version so ein bisschen abgespecktere Funktionen und möchte, dass es schnell geht, das Aufsetzen, möchte, dass es auch ganz klar agil für agile Teams ist. Das müssen so ein paar Parameter müssen stimmen, aber dann kann ich auch Next Gen Project hier auswählen. Aber wir haben ja jetzt hier gerade auf der Folie die Empfehlungen für klassisch arbeitende Teams. Da würde ich jetzt so Next Gen noch nicht unbedingt empfehlen. Das muss man sich generell eh anschauen, aber wenn, dann wahrscheinlich eher für die agilen Teams. Das heißt, klassisches Team, die eher so klassisch ihre Dinge abarbeiten oder meinetwegen auch operativ unterwegs sind, gar keine Projekte im engeren Sinne fahren, immer auf Classic Project gehen und dann kann man unheimlich viel einstellen, was auch wirklich dann zum eigenen Bedarf passt. Zum Beispiel ein Template für das Projekt. Also ich kann zum Beispiel sagen, wir möchten mit unserem Projekt in Jira, möchten wir Projektmanagement für unser Projekt betreiben. Also wir möchten, dass Jira uns beim Projektmanagement hilft. Dann würde ich das vielleicht auswählen. Oder ich sage, nee, das brauche ich gar nicht. Wir haben überhaupt kein Projekt. Wie gesagt, wir sind operativ oder wie auch immer. Dann reicht vielleicht manchmal auch Task Tracking, also ganz einfaches Aufgabenmanagement. Vielleicht will ich sogar nur eine Prozesskontrolle oder ein Content Management machen. Also das sind so ein paar spezielle Anwendungsfälle hier. Vielleicht geht's nur um einen Workflow, damit wir ein Abnahme oder so steuern können oder vielleicht unser Recruitment. Also es gibt sehr spezielle Anwendungsfälle hier, wo ich auch wirklich Projekte in Jira so aufsetzen kann, dass sie mir dabei optimal helfen und wo dann der ganze andere Schnickschnack nur stören würde. Ne?
Insofern ist das also eine Möglichkeit, hier auch wirklich das meiste aus Jira rauszuholen. Und wenn Sie jetzt zufällig sich gerade vor dem Bildschirm finden und sagen, eigentlich machen wir ja Document Approval, aber wir wussten das gar nicht und arbeiten gerade mit Scrum Boards. Ja, also man kann leider Projekte, die schon aufgesetzt wurden, jetzt nicht mehr großartig ändern, aber man könnte dann vielleicht nochmal sauber aufsetzen oder zumindest beim nächsten Mal sich nochmal einen Schritt zurückgehen und vorher überlegen. Und deshalb ist das hier eben auch meine absolute Empfehlung. Für agile Teams haben wir noch mehr Möglichkeiten, denn Jira wird einfach immer mehr agilen Teams, auch den Bedürfnissen und Realitäten agiler Teams zugeschnitten. Das heißt, auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, auf Classic Project wieder zu klicken und mir das alles so einzustellen, wie ich es brauche. Aber hier kann ich eben auch auf diese Next Generation Geschichten zugreifen. Das sind einfach die neuesten Funktionen, die Jira Software, also auch gerade Jira mit den agilen Boards und so zu bieten hat. Ist aber so gedacht, dass es vor allem schnell gehen soll. Also Next Gen hat ein bisschen weniger Features zur Verfügung, weniger Einstellungsmöglichkeiten eben auch in Jira. Dafür aber ein ganz schnelles Setup und ist zum Beispiel für Scrum-Teams, die einfach nur mal eben schnell ein kleines Projekt aufsetzen wollen, dann vielleicht das Mittel der Wahl. Also man müsste es vielleicht einmal testen, bevor man es wirklich so macht. Aber das kann man ja. Also man kann ja mal ein Testprojekt aufsetzen und mal gucken, ob einem das so passt. Wenn man auf Classic klickt in dieser Auswahl, die wir eben gesehen haben, dann kann man auch da nochmal Templates auswählen. Wir sehen hier schon deutlich weniger bei den agilen Teams. Haben wir also diesen Kanban-Flow, den ich vorhin schon mal kurz erklärt habe. Wir haben die Möglichkeit, für ein Scrum-Team unser Projekt aufzusetzen, mit einem Scrum-Board, also auch mit Sprints zu arbeiten. Und wir haben auch die Möglichkeit, Bug-Tracking hier zu machen. Denn auch das wird als agiles Team empfunden. Also ein Team, was vor allem auch mit sich um Fehlersuche und Dokumentation und Behebung auch kümmern möchte. Also hier geht es eigentlich um Aufgabenmanagement in der Softwareentwicklung, vor allem mit Fokus eben auch auf Fehlerbehebung und ohne Board. Also hier gibt es tatsächlich auch nochmal die Möglichkeit, ohne Board zu arbeiten, die in Jira aber nach und nach immer mehr sonst verschwindet. Und Next Gen, da haben wir eben ein einfaches Setup, also haben wir da nur zwei Templates, Kanban und Scrum, und das mache ich dann schnell, quasi klicke ich auf eins davon und schon ist es aufgesetzt. So, und in diesem Zusammenhang, wo ich da jetzt drüber geredet habe mit meinen Empfehlungen, erstmal über das Aufsetzen, sich grundsätzliche Gedanken zu machen, wäre es jetzt noch eine gute Möglichkeit für die nächste Umfrage. Da würde mich jetzt natürlich auch brennend interessieren. Wie arbeiten Sie in und mit Ihren Teams? Also selbst auch wenn Sie nicht Teil eines Entwicklungsteams sind, sondern es vielleicht leiten oder wie auch immer, wäre natürlich die Frage, wie arbeiten dann da Ihre Teams? So, wir arbeiten agil, aber nicht mit Scrum, sagen 35%. Wir arbeiten mit Scrum, sagen 29%. Wir arbeiten mit klassischem Projektmanagement, sind 66%. 15% haben einen speziellen Fall und keine Angabe, 5%. Danke auch von mir. Das heißt, Jira macht es schon richtig hier, sehr diversifiziert, das auch anzubieten. Und es ist, glaube ich, dann auch gut, dass wir darüber geredet haben, denn anscheinend sind tatsächlich, je nachdem, wie auch Ihre Realitäten sich darstellen, verschiedene Projekttypen für Ihre Arbeit geeignet. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Sie ungefähr das Gefühl haben, dass das auch halbwegs übereinstimmt, wie Sie bereits in Jira, wenn das der Fall ist, schon arbeiten, dass das auch ungefähr passt. Und wenn nicht, dann wäre das vielleicht nochmal eine Gelegenheit, da nochmal genauer hinzuschauen. Also wie gesagt, leider lässt sich ein bereits ausgewählter Projekttyp nicht mehr ändern im Nachhinein. Man muss es dann tatsächlich neu aufsetzen. Und das ist bei großen Projekten natürlich, mittendrin wäre das irgendwann ein bisschen ärgerlich. Man kann natürlich ein bisschen mit Exporten und Importen und so arbeiten, aber man möchte es eigentlich vermeiden. Deshalb meine Empfehlung, das von vornherein nochmal zu durchdenken, vielleicht ein bisschen zu testen, welche Projekttypen passen denn auch in Jira zu uns. Ja, und mit diesen Worten können wir auch mal direkt eben ins Tool reinschauen. Das ist schon mal, also je nachdem, mit welchem Jira Sie arbeiten, ich muss ganz ehrlich zugeben, auch ich arbeite gerade, das ist natürlich hier ein Beispielprojekt, das ist eine Beispielinstanz, das ist unsere Trainingsinstanz für die TPG. Auch ich arbeite tatsächlich nicht immer mit dieser schönen aktuellen Cloud-Version.
Ich finde das gerade sehr komfortabel, hier diese Projekte aufzusetzen, denn es ist wirklich, also meiner Meinung nach, sehr gelungen, was aktuell alles in Jira auch möglich ist. Sind viele Dinge, die ich gerne hätte, auch in meiner aktiven Projektarbeit momentan, wo ich Jira in der Server-Version einsetze und tatsächlich nicht alle die Version, die Funktionen habe, die wir hier sehen, anfangen schon mit dieser Seite. Also die finde ich jetzt schon ziemlich genial. Ich habe hier eine Seite in Jira, die heißt Your Work. Das heißt, das kann ich oben im Menü mittlerweile einfach aufrufen. Und dann zeigt mir Jira jetzt hier, also ich bin als Test-User eingeloggt, aber als dieser zeigt mir jetzt Jira, was gerade so für mich Sache ist, was gerade so aktuell los ist. Also ich kann sehen, in welchen Projekten in Jira hier ich involviert bin. Das sind die Beispielprojekte, die ich aufgesetzt habe. Man kann sehen, an welchen Issues ich gearbeitet habe, also welche Themen, welche Aufgaben, welche Stories, wie es ja auch im Agilen heißt. Das heißt, Funktionen aus Nutzersicht, die wir gerne sehen würden in einem Produkt. Aber auch größere Themen, die hier Epics genannt werden in Jira, also wie zum Beispiel so ein großes Thema, wie ich muss für die App alle meine Lieblingsspiele, eine fiktive App, die es hier gibt, muss ich zum Beispiel mich um eine Spieleintegration kümmern. Das ist ein großes Thema. Das wird natürlich dann noch weiter ausdetailliert mit kleineren oder in kleinere Aufgabenplanungen heruntergebrochen. Aber ich kann sehen, dass ich in all solchen Themen involviert war in der letzten Woche und auch im letzten Monat. Ich sehe eben, wie gesagt, die Projekte hier so als Karten. Das finde ich auch ganz schön. Dann kriege ich hier ein bisschen Werbung von Jira, die ich auch, ich habe es versucht wegzumachen, geht leider nicht. Setup a Customer Service Project. Hier kann ich mit Jira Service Desk, also eine andere Jira-Anwendung, andere Atlassian-Anwendung, aber auch für Jira, könnte ich hier tatsächlich arbeiten, aber ich wollte jetzt natürlich, das wäre dann auch ein Drittparteien-Plugin-Installation, die man dann erstmal machen muss und insofern jetzt hier nicht verfügbar ist in dieser Instanz, ist auch nichts, was ich heute zeigen wollte. Ist doch ein bisschen spezieller. Wenn man solche Fragen hat, kann man eventuell in den Trainings da ein bisschen drauf eingehen, aber findet man auch viel Dokumentation natürlich online für Service Desk und Teams, die da entsprechend Bedarf haben, so als Helpdesk-Teams auch mit Jira arbeiten zu können. Also ich gehe nochmal durch meine eigene Liste. Was wollte ich denn alles zeigen? Ich wollte also zeigen, zum Beispiel ein Issue, dass wir da einfach mal reinschauen. Also wie gesagt, Issue im Jira ist erstmal, oder Issue ist jetzt das englische Wort. Wir haben ja hier Jira auch auf Englisch. Man kann es auch, wenn man will, auf Deutsch umstellen, aber Issue heißt auf Deutsch dann Vorgang. Vorgang ist also alles, was irgendwie Thema ist. Also es kann eine Aufgabe sein, es kann ein Bug sein, auch ein Fehler, den ich gefunden habe. Es kann also irgendeine Art von Ticket quasi, das ich hier in diesem System erstelle, ist dann wird dann Issue oder eben auf Deutsch Vorgang genannt. Da möchte ich jetzt mal eins zeigen, was man vielleicht schon gar nicht weiß, ist, wenn man hier auf Search klickt, erstmal wird es natürlich ein bisschen größer, aber auch ich kann hier tatsächlich, ich sehe es hier sowieso in der Liste, aber wenn nicht, ich kann hier tatsächlich, wenn ich die ID eines Vorgangs kenne, diese hier eingeben ins Suchfeld und kriege dann, GD-1 wäre zum Beispiel 1, kriege dann genau dieses Issue angezeigt. Jetzt zoome ich vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr raus, es ist doch sehr groß, dass man noch ein bisschen was lesen kann oder sehen kann. Genau, also ich habe hier schon unheimlich viel Informationen auf einer Seite. Das ist natürlich auch genau der Punkt, den manche mit Jira haben. Fast ein bisschen viel. dröseln wir mal ein bisschen auf, was hier alles angezeigt wird. Also erstmal gehört dieses Issue zum Projekt in Jira Magazin Grüner Daumen. Das ist der Projektname. Das wird hier auch nochmal so als Pfad angezeigt. Magazin Grüner Daumen als Projekt hat eine Abkürzung, nämlich GD hier im System. Die Abkürzung kann ich, wenn ich will, auch anpassen in der Projektadministration. Ich habe sie zugelassen. Also GD ist immer, war der Jira-Vorschlag für Grüner Daumen, ne? -1, weil es das erste Issue in diesem Projekt ist. Das ist auch kein, also vom Issue-Typ her ist es vor allem hier auch ein Epic, also wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen ein größerer Themenbereich, der nochmal nachher aufgedröselt werden kann in kleinere Anforderungen, nennen wir es mal, die umgesetzt werden sollen. Dass es ein Epic ist, sehe ich auch hier am Symbol. Ich sehe es auch, wenn ich hier so drüber gehe, wird es mir auch angezeigt.
Ich kann in diesem Epic auch weitere Issues erstellen. Also wie gesagt, zum Beispiel Stories, zum Beispiel dann auch noch Aufgaben oder andere Dinge. Und die sind dann automatisch diesem übergeordneten Epic als Thema zugewiesen. Und so kann ich eben auch nachher auf übergeordneter Ebene vorherplanen. Ich kann sagen, wir wissen noch nicht genau, wann wir jedes einzelne Thema angehen werden in diesem größeren Themenbereich. Wir wissen aber, dass der größere Themenbereich demnächst begonnen werden soll oder vielleicht sogar schon dran gearbeitet wird. Und wir haben eine ungefähre Vorstellung, wann wir alles abgeschlossen haben sollten. Vielleicht haben wir auch eine Deadline, dass wir bis da und dahin, bis zu einem gewissen Datum, die Umsetzung dieses Epics eigentlich gerne hätten. Und das würde dann auch entsprechend in der Roadmap für dieses Projekt, die wir hier links auch anklicken können. Ich mache es jetzt nicht, damit wir im Issue bleiben, aber da würde ich das eben auch nochmal sehen, so einen übergeordneten Plan. Und da muss ich gleich auch dazu sagen, diese Roadmap-Integration überzeugt mich auch ziemlich, denn in der Version von Jira, mit der ich noch oft arbeite, muss man das ein bisschen mühsamer sich aufrufen. Hier kriegt man das jetzt also im neuen Jira quasi, im aktuellen Jira, auch direkt diese Roadmap-Planung, also diese übergeordnete Planung, Langfristplanungsmöglichkeit, mithilfe von Epics kriegt man hier auch gleich zur Verfügung gestellt, integriert in die ganze Projekt, in die Projektfunktionen und Sichtweisen, die ich in Jira habe. Und das überzeugt mich also auch sehr. Also finde ich schön. Ich habe hier sogar schon zwei Issues in diesem Epic, nämlich zwei Stories. Eine ist bereits fertig, eine wird gerade noch dran gearbeitet. Also auch das sehe ich. Ich sehe, wer dran arbeitet. Ich sehe auch, wenn es Kommentare gab hier und wenn jemand schon mit Jira arbeitet, dann kennt er das vielleicht. Die Kommentarfunktion wird auch sehr aktiv genutzt und es ist auch, denke ich, eine der Funktionen, die für die Verbreitung und Beliebtheit von Jira sprechen, ist, dass ich fast schon so ein bisschen, ja, manchmal so ein Netz, nur soziale Netzwerkcharakter habe oder so. Ich kann in Jira, in den Tickets mich quasi austauschen mit Kollegen, mit Teams und das ziemlich einfach. Ich kann Leute taggen, also ich kann sie markieren. Ich kann dann einen Kommentar diesen Leuten schreiben. Ja, den könnte ich jetzt natürlich auch nochmal bearbeiten, dass man sieht, wie das dann aussieht. Ich kann hier Bilder hinzufügen, Links einfügen, Smileys, wenn ich will. Also das Ganze kann auch sehr lebhaft gestaltet werden. Ich habe jetzt auch schon mal eine bestimmte Farbe oder so gewählt, um hier mal die Dringlichkeit zu verdeutlichen, dass wir doch hier noch genauere Angaben brauchen. insofern, ja, kann ich also all das auch über Kommentare in Jira sehr gut lösen, die Kommunikation, und brauche halt keinen Austausch per E-Mail mehr, der ja doch manchmal ein bisschen mühselig ist, oder über andere Kanäle, sondern kann es direkt im Tool machen. Also das ist eigentlich mit das, was ich glaube, was am meisten von Teams auch gern genutzt wird, ist diese Kommentarfunktion, um sich miteinander auszutauschen, was auch für alles Mögliche genutzt wird. Screenshots, die dann da reingetan werden und Fragestellungen und Klärungen und so weiter. Genau. Ja, ich kann mir anschauen, wer gerade, also wenn wir zur rechten Seite hier auf dem Bildschirm eher wechseln, dann kann ich mir hier anschauen, welche Person hier gerade dran arbeitet. In diesem Fall ist dieser Epic momentan niemandem zugewiesen. Das heißt, es kümmert sich gerade keiner drum. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum noch die genaueren Angaben fehlen. Irgendjemand müsste sich dieses Epic vielleicht mal schnappen, sich selbst zuweisen und dann mal drum kümmern, dass hier noch ein paar Erklärungen und weitere Stories, die erstellt werden, oder weitere Untertickets, die erstellt werden, dass das vielleicht auch mal vorangeht. Ne? Also das, da kann ich eben gucken, wer kümmert sich da denn gerade drum? Kümmert sich keiner drum? Ja, ist vielleicht manchmal dann auch der Grund, warum nichts vorangeht oder so. Muss man vielleicht mal drüber sprechen. Und ich könnte natürlich hier es auch sofort jemanden zuweisen und sagen, ne, kümmere dich drum, ne? Wenn ich das will. Ich kann hier sehen, wer das Ticket erstellt hat. Das ist ja auch manchmal eine ganz interessante Info. Ich kann Labels hinzufügen, also zum Beispiel sagen, hier geht es um zum Beispiel die erste Version unseres neuen Produkts, die wir erstellen wollen. Also wird ja oft abgekürzt Minimum Viable Product, so ein Label oder so. Und das Schöne bei Labels ist, ich kann eigentlich jederzeit, neue Labels auch kreieren. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich
könnte also jetzt ein neues Label erstellen, dringend. Ist aber auch ein bisschen problematisch manchmal. Also da empfehle ich noch gleich was, nämlich wenn man mit Labels arbeitet, die nachher dann helfen, Tickets mit der Suchfunktion nach Labels oder so zu strukturieren, zu finden, zu organisieren. Da empfehle ich, dass man sich vorher Gedanken drüber macht und gemeinsam vereinbart, welche Labels man haben will oder welche nicht, denn sonst entsteht oft ein Kraut- und Rübensalat an verschiedensten Labels in verschiedensten Schreibweisen. Das kann auch sehr gefährlich werden. Dringend ist vielleicht auch gar kein gutes Label, wo wir gerade schon dabei sind. Gehen wir mit Escape raus. Wir haben doch eigentlich hier schon ein Prioritätsfeld, also brauche ich wahrscheinlich nicht noch ein Label dringend, sondern ich steuere das vielleicht lieber über die Priorität. Die Möglichkeit habe ich auch noch. Im Moment auf Medium, die könnte ich jetzt natürlich auf ganz hoch stellen, wenn ich das Gefühl habe, das wird unterschätzt in der Priorität, ne? Die ist eigentlich höher. Ich kann hier angeben, in welcher Version ich möchte, dass dieses Epic gelöst wird oder umgesetzt sein wird. In unserem Fall ist das jetzt hier also die Version 1. Dazu brauche ich natürlich die Versionen auch entsprechend angelegt. Das heißt, wenn ich in einem neuen Projekt arbeite in Jira, muss ich auch viel Fußarbeit hier erstmal leisten. Diese ganzen Daten natürlich auch erstmal, dass ich die überhaupt erst zur Verfügung habe. Ja, es gibt sogar jetzt auch in Jira inzwischen immer mehr Automatisierungsfunktionen, beziehungsweise die gab es auch schon früher, waren aber viel versteckter. Also heute ganz einfach, ich kann da in die Automation reingehen. Das führt jetzt, glaube ich, heute zu weit, aber kann zum Beispiel gucken, dass ich aufsetze, ja, wenn zum Beispiel ein Issue weitergeschaltet wird im Workflow, das kann ich übrigens hier mit Click auf Backlog machen, zum Beispiel auf Done, also dass ich sagen will, dieses Epic ist eigentlich Done, ne? Also fertig, dass dann zum Beispiel der Assignee immer wieder automatisch der Reporter ist. Dass es da also immer wieder zurückgeht an den Reporter, damit der Reporter sagen kann, ja, das passt für mich, so eine Art Abnahmeprozess. Sowas kann ich hier also automatisieren lassen, dass Jira bestimmte Dinge macht, wenn bestimmte Dinge passieren. Ich kann auch sagen, dann soll zum Beispiel eine E-Mail rausgeschickt werden an alle möglichen Leute oder eine Notification. Das ist auch eine schöne Sache im neuen Jira. Es ist nicht mehr alles nur über E-Mail-Benachrichtigungen, die aus dem System rauskommen und oft die Leute überfordern und bombardieren. Ich kann tatsächlich auch hier einfach in meine Notifications schauen und da eben auch sehen. Hier kann ich zum Beispiel sehen, Automation for Jira hat mir ein Issue zugewiesen. Das heißt, es ist irgendwas auch passiert, was dazu geführt hat, dass ich der Assignee wurde, also der zugewiesene Verantwortliche für jetzt hier diese neue Story GD11. Genau. Ja, ich kann auch, um vielleicht noch ein paar, also es gibt unheimlich viel, ich kann nicht alles zeigen, aber ein paar mehr Dinge noch zu zeigen. Ich kann auch ein Issue verlinken. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich kann hier an diesem Epic gerade gar nicht arbeiten, denn es wird durch irgendein anderes Epic oder irgendeine Story im Moment blockiert. Ne? Oder ich kann sagen, dieses Epic hier blockiert irgendwas anderes, also im umgekehrten Weg oder ist eigentlich ein Duplikat. Wir haben hier schon einen Eintrag in Jira oder auch steht thematisch im Zusammenhang mit einem anderen Epic. Um hier nochmal ein bisschen mehr Kontext zu geben für die Leute, die hier auch reinschauen, dass sie wissen ein bisschen besser, was mit was zusammenhängt und um entsprechend Transparenz zu schaffen. So, bevor uns die Zeit oder mir die Zeit davonläuft, möchte ich vielleicht noch einmal kurz, jetzt war ich hier sehr viel in diesem Magazin Grüner Daumen, weil das ist eben auch ein dankbares Scrum-Projekt, möchte ich also einmal hier auch das Scrum-Board dazu zeigen, das hatten wir vorhin schon gesehen, eben waren wir ja nur in der Issue-Ansicht drin, von einem Issue, von einem Epic sogar. Ich kann jetzt mal kurz zeigen, so sieht's aus, wenn ich also hier ein Scrum-Board für dieses Projekt angelegt habe, dann habe ich also ganz einfach to do in progress done, aber eben pro Sprint. Also ich bin jetzt im ersten Entwicklungszyklus dieses Projekts in Sprint 1 und habe dafür eben auch transparent dargestellt, was hier gerade passiert. Und natürlich kann ich hier mit Drag und Drop auch arbeiten und Aufgaben auf Done setzen. Jetzt fragt er mich hier, okay, jetzt sind wirklich alle Unteraufgaben von GD2 sind jetzt fertig, damit müsste doch eigentlich auch die übergeordnete Issue fertig sein, soll man das auch noch verschieben, dann sage ich jetzt, ja, passt und dann habe ich tatsächlich alles geschafft und ich sehe auch, ich habe eigentlich gar keine Tage mehr übrig, mein Sprint hätte gestern schon beendet werden sollen, ich bin sogar ein bisschen im Verzug, Sprintplanung müsste ich dann natürlich auch realistisch machen, hier in Jira sind ja nur Beispieldaten, aber ich könnte jetzt also auch meinen Sprint
beenden. Und jetzt sagt er auch, alles, was noch nicht fertig gewesen wäre, haben wir jetzt hier nicht, aber würde eben zurückgehen ins Backlog. Dann sage ich, ja, passt. Und zack, kriege ich schon einen Report, wie dieser Sprint gelaufen ist. Das heißt, ich kann sehen, wie idealerweise, das wäre die graue Linie in diesem Burndown-Chart, wie es heißt, wie die Tickets hätten abgearbeitet werden sollen und wie es tatsächlich passiert ist. Klar, ich arbeite hier mit Dummy-Daten, da kann ich nur ab und zu mal auf Done klicken. Das sollte in einem echten Projekt natürlich alles ein bisschen weniger zickzackig aussehen, sondern schön nach unten gehen, so eine Kurve. Wobei, sehen wir auch nicht immer. Also von daher finde ich gar nicht so unrealistisch, unser Report hier. Ja, diesen Report könnte ich tatsächlich sogar auch exportieren, verschicken. Da habe ich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir auch nochmal angucken, andere Ansichten, andere Diagramme, andere Charts aufrufen. Das finde ich auch unheimlich mächtig in Jira. Zum Beispiel Cumulative Flow. Hier können wir sehen, in diesem Sprint, wie viele Issues waren zu gegebenen Zeit, die ich unten auf der Zeitachse sehe, gleichzeitig in To-Do oder in Progress oder in Done. Und vor allem Cumulative Flow wird dann zum Beispiel auch genutzt, um zu sagen, okay, wir haben hier irgendwo gegen die Schere manchmal sehr weit auseinander, haben wir plötzlich so einen Bauch quasi, dass unglaublich viel plötzlich in Progress war. Was ist denn da passiert, dass wir so ein bisschen gucken? Können wir anhand eines solchen Diagramms vielleicht auch Ursachen für Probleme finden, Flaschenhälse, Bottlenecks, die sich ergeben haben oder so, Anstauungen von Arbeit, können wir da vielleicht genauer hinschauen. Also gibt's da auch noch viele, viele Möglichkeiten, von denen, die ich mir angucken kann. Ich kann mir auch angucken, wie war die Velocity im Sprint. Hier eigentlich ganz gut. Ich hatte mir dem Team anfangs, oder hatten wir uns 13 Storypoints, dazu brauche ich natürlich gute Schätzungen, Storypoints sind Schätzungen hier, 13 Storypoints vorgenommen, die haben wir auch noch fertig gekriegt insofern. Und wir hatten ja erst einen Sprint. Aber mit der Zeit ergibt sich da natürlich auch ein schönes Bild über das Vorgenommene versus das Geschaffte und vielleicht eine Vorstellung darüber, was wir als Team machen können, um in der Planung besser zu werden. Nie über zu interpretieren, es sind nur Daten, wie gut oder schlecht sie sind, sie hängt von vielen Faktoren ab, auch davon, wie realistisch wir planen und wie gut die Schätzungen sind, ist klar. Aber vielleicht trotzdem ein gutes Tool. Ich erzähle kurz was über unsere Seminare, ganz klar. Wir haben, wie gesagt, jetzt nur einen Mini-Einblick sehen können und das ist genau auch der Grund, warum wir Seminare anbieten, weil es viel zu erzählen gibt, viel zu lernen gibt. Wir haben das deshalb modular aufgebaut. Wir machen einmal einen Grundlagenkurs, wo wir wirklich auch nochmal so wie jetzt reingehen von der Pike auf, aber auch natürlich gemeinsam in Jira arbeiten, Issues anlegen, gucken, wie wir die hin und her schalten können, mit Boards arbeiten und so weiter. Das machen wir in Modul 1. Modul 2 vertiefen wir dann. Ich kann gleich nochmal zeigen, was wir da genau machen. Und Modul 3 ist dann wirklich auch für Leute, die Projekte administrieren und noch mehr Expertenwissen brauchen. Wir haben einige Termine noch in 2021 hier zur Verfügung. Da dürfen Sie sich gerne anmelden. Wir haben auch schon ein paar Anmeldungen, worüber wir uns sehr freuen für die kommenden Termine, aber es sind noch Plätze frei. Insofern gerne dazukommen. Insofern können wir dann gemeinsam lernen, Einsteigerseminar, wie wir mit Hilfe von Dashboards arbeiten können. Das ist jetzt was ich noch gar nicht zeigen konnte. Also wir können uns ein Dashboard bauen, wo wir dann so eine Übersicht auch finden und die Diagramme, die wir brauchen, zusammenbasteln können und so weiter. Auf einen Blick alles sehen. Wie hängen Projekte, Issues und Subtasks genauer miteinander zusammen? Das können wir uns auch nochmal angucken. Wie nutzen wir die Suchfunktion? Ich habe das nur einmal gerade kurz gezeigt, aber da gibt es auch noch so viel, was man machen kann. Wie funktionieren eigentlich diese Workflows to do in progress done, was wir gerade gesehen haben? Wie können wir Infos auf agilen Boards abrufen und nutzen? Und wie können wir Daten aus Jira mit Confluence verbinden? Das wäre dann ein weiteres Atlassian-Tool, was ja auch gerne genutzt wird. Dann nach dem fortgeschrittenen Seminar können Sie dann, haben Sie tiefere Einblicke gewonnen in die Unterschiede, nochmal klassisch agil planender Teams, nochmal genauer lernen auch, wer braucht eigentlich welche Boards und warum. Dann diese Boards auch in der Tiefe kennenlernen, mehr als im Grundlagenkurs. Dashboards mit anderen Teilen, also erweiterte Dashboard-Funktionalitäten, erweiterte Suchfunktionen und Projektkonfiguration, aber noch recht einfach, denn
Wir haben ja noch einmal ein Seminar auch nur für Projektadministration. Auch da heißt es, ich bin dann in der Rolle, wo ich wirklich auch für andere das Ganze aufsetzen muss. Da muss ich natürlich besondere Vorsicht bei walten lassen und auch ein bisschen mich besser auskennen. Plus Export- und Reporting-Funktionen.